Willkommen zu Super Mario Odyssey. Im Seeland gibt es noch einige Monde zu holen. Ist zwar ein kleines Gebiet, weshalb wir nur ein paar benötigen. Aber wir legen dennoch los. Hier ist ein einzelnes Schiff. Und ja, wie schon vermutet, es hat so hell geleuchtet und da war so ein Taxi dran. Es konnte ja nur irgendwas damit auf sich haben. Dann hätten wir hier auch noch Hinweiskunst. Schneide ich euch am Ende des Parts rein. Auch selbst wenn ich schon eine Ahnung habe, wo es sein könnte. Okay. Verdammt. Habe ich schon wieder das mit den Noten gemacht? Ich weiß es nicht. Machen wir es einfach mal trotzdem. Ah, hab ich schon gemacht. Na naja, okay, dann. Ah, dieser Vogel ist auch noch schon besonders und garantiert. Moment. Sollte vielleicht auch mal hier diesen Mondquader mal inspizieren. Denn ja, jetzt kommen neue Monde hinzu. Okay. Ob er schon wieder der Vogel ist, der bringt garantiert einen Mond. Der Vogel. Ja. Ja, der ist natürlich fies. Okay, jetzt habe ich den. Sicherlich geht es auch noch einfacher. Okay, dann. Was haben wir denn hier? Als ob. Ganz easy. Aber jetzt kommt etwas, was. Wobei, das ist jetzt noch vergleichsweise einfach. Und zwar das Cooper Free Running. Auch selbst wenn ich. Ach, egal. Oh Mann, das war schlecht. Das war so schlecht. Okay. Jetzt bin ich instant Erster, okay? Dann. Ah, verdammt. Okay, das ist keine Glanzleistung. Vielleicht von hier aus. Nee. Komm schon, so schwer ist es nun auch nicht. Ich spring falsch ab. Jetzt werde ich hier sogar noch. Mann, was bin ich so scheiße? Ja, ich verstehe, es ist nicht leicht, der Sprung. Ich verkacke das hier noch. Dann mache ich es halt eben auf die lame Außenrum-Variante, wenn ich zu scheiße für. Ich will nicht sagen, die einfachsten Sachen, aber. Komm schon. So überdimensional schwer ist der Sprung nun auch nicht. Cooper, ja, Coopers.
Lass mich bitte in Ruhe. Übrigens, hat euch auch gefallen, dass neben Koopa Running gar keine Koopas es im Spiel Mario Odyssey gibt. Wahrscheinlich sind die deswegen auch halt Koopa Free Running, damit es die überhaupt noch gibt. Denn Mario-Spiel ohne Goomba wäre... Das wäre ja komisch. Und ab dafür, das war auch wieder recht kacke, aber... Alles noch für den ersten. Zumindest im einfachen Rennen. Aber auch im schweren denke ich, dass sie jetzt schneller sind als unter 50. Ich reg mich gerade darüber auf, wie sehr ich da gefailt habe. Vor allem, dass ich es einfach nicht mal irgendwann auch mal geschafft habe. Ich meine, der Versuch, der war ja ganz knapp. Aber dann die darauffolgenden. Das war ja fürchterlich. Langsam. Ja, das war doch eine vernünftige Zeit. Zumindest wenn man nicht in einen Shortcut nimmt. Ja, wenn ich Shortcut nimmt, dann schafft man es auch locker unter 30. Okay, dann hätte ich mal die beiden Rennen gemacht. Und jetzt kommt der wahrscheinlich schwerste Mond vom Seeland. Aber mir fällt eine Sache ein, die sollte man doch ganz am Anfang machen. Egal. Mache ich dann nach diesem Mond. Und zwar... singt ja. Die lustigen Sprünge mit dem Frosch. Okay, das war sogar ziemlich knapp. Please! Okay. Zumindest den ersten haben wir, aber es geht noch weiter. Na, was war das denn für eine Chance? Das war so gut. Ich hätte es gerne gefirst tried. Okay. Ich wusste ja nicht, wie hoch die Plattform waren. Bei der Sicht von oben kann man das nicht so gut erkennen. Immer schön durchdrücken. Dann kann auch nichts schief gehen. Zumindest hier für diesen einfachen Teil. Okay.
Rette dich irgendwie! Ach, come on! Ach, come on! Das hätte es sein müssen! Ah! Wäre so toll gewesen, hätte ich das noch retten können. Was? Ich dachte, ich könnte jetzt einfach. Ich dachte, ich wäre näher an der Wand dran und könnte jetzt Walljump machen. Das. Ich meine, die Sicht nach oben macht ja Sinn. Das macht ja Sinn, weil man so die Plattform besser erkennen kann. Wenn man dann aber mit Mario wieder retten muss, dann ist es eher hinderlich, weil man dann schwer erkennen kann, wo man ist. Und das hat jetzt schon dafür geführt, dass ich jetzt die beiden Male gestorben bin. Einfach. Weil man dann in solchen Momenten nichts sieht. Ja, schön, dass sich die Kamera bewegt. Ich würde gern was sehen. Okay. Nice. Okay, dann gibt's aus irgendeinem Grund doch schon mal. War ja klar. Oh, 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 oh. Das wird asozial. Das wird asozial. Okay. War doch gar nicht so schwer. Also ich habe mich erinnert, dass ich da normalerweise immer ein paar Versuche brauche. Und warum hole ich denn das nicht mit dem Samen? Das muss doch eh ne Dreivierteljahr lang wachsen, bis das es da ready ist. Warum mache ich das jetzt nicht? Dann ist es gegen Partende vielleicht schon gewachsen. Ich werde jetzt auch wirklich alles auf dem Weg ignorieren. Ist mir relativ sogar egal, auch selbst der Mund da vorne, den werde ich halt nachholen. Ich werde jetzt erstmal das mit dem Samen. Habe ich schon lang genug ignoriert. Schön das Seegras ausweichen. Ich weiß nicht, ob man wirklich schnell ist, wenn man spammt. Ich glaube schon, zumindest habe ich das Gefühl, dass ich dann schneller bin. Jetzt leider nicht in so einen Fisch capturen, weil ja, ich dann nicht mehr den Samen halten kann. Wobei langsam. Ich kann jetzt auch nicht mehr dieses Schwimmen machen. Okay. Jetzt können wir den Rest kümmern. Einmal hier. Einmal Katzen-Peach. Was ist, wenn ich jetzt hier hochwoll-jumpe? Ist da was? Nein. Da kann man nicht hochwoll-jumpen. Hier kann man es auch nicht. Da ist aber ein Loch. Okay.
Unser geheimes Kämmerlein. Ich wusste, dass es hier irgendwas gibt. Hier einfach nur. Oh. Na, ein paar Coins. Nehme ich aber trotzdem gerne mit. Denn farmen muss ich so oder so welche. Dann. Hier hochschwimmen. Und hier brauchst du sicherlich so ein Nixenkleid. Oder das Schnixenkleid. Okay, dann auf zum Crazy Cat. Wer ist damit? Hat das akzeptiert? Ja, schön mit Reifen und Schnorchel, obwohl der Schnorchel auch nicht weiterhilft. Okay, das hier ist die passende Bekleidung. Dann kommen wir hier hoch. Und erhalten diesen Mond, den ich nicht kriege, okay. Unpassend gekleidet. Ja. Denn ich will unter Wasser sein und nicht hochschwimmen. Und noch viele, viele weitere Beispiele. Dann hole ich mir mal so einen Fisch, so einen Cheep Cheep. Komm schon, man muss nicht atmen. Und hier die Mondteile einsammeln. Ach, spawnen wir wieder neue, wie lame. Okay, hätten wir nochmal zwei. Dann folgen noch zwei. Hiermit. Und hier nicht. Ey. Ja, zum Glück gibt es hier direkt das Herz, wo ich mich hochheilen kann. Da haben wir noch eins. Nummer 4. Eins fehlt. Wo könnte es nur sein? Hier oben sieht nicht danach aus. Es sind so viele Monde, die will ich alle nicht holen, bevor ich nicht diesen Multimond habe. Hier wird es auch nicht drin sein. Wo ist das Teil? Hier? Oder habe ich das schon? Weiß nicht mehr. Oder ist es aber nicht? Da! Ich habe es gefunden! Kann ich nicht walljumpen? Dann mache ich es halt so. Okay. Mondstücke im See. Dann gib mir wieder so ein Cheep Cheep. Okay, mal gucken, wie das hier wächst. Gar nicht. Nice. Ja, vielleicht ein bisschen AFK gehen. Dann passt das schon. Hoppe, hoppe, Dori. Und Cheep Cheep Wechsel.
dann. Hier, was haben wir hier? Ja. Da konnte ich mich auch noch erinnern. Hier ein Chip-Chip rein. Und dann kriegt man auch einen Mond dafür. Dann. Hier oben. Einfach in der Luft. Ja, warum denn auch nicht? Die Wand hoch. Und in diesem 8-Bit-Bereich. Für die Noten. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Ah, doch, das habe ich. Und hier waren nur Coins. Dann hier oben. Ich glaube, da gab es sogar 3 Monde. Ja, 3. Nehmen wir das hier mit. Coins. Aber hier. Die hier will Weltraum auf. Die will einen Weltraumaufzug haben. Sie. Piraten, Weltraum, Piraten, Cowboy. Ah, verdammt. Ist auch ein P-Schalter. Ich glaube, den habe ich sogar noch nie gedrückt. Bei keinem Durchspielen. Ah. Jetzt Zeit dafür. Ja, weiter unten geht nicht. Okay. Also, Cowboy. Ist mir übrigens egal, wenn ich den Part überziehe. Ich möchte das hier komplett haben. Es sei denn, es sind über 40 Minuten, dann werde ich da wohl einen gemeinen Cut hauen ohne An- und Abmode. Ich dachte erstmal, das wäre ein weiterer Mode, was wenn du die Fragezeichenblöcke. Oh, ich muss zum Augenarzt. Ich sehe schon. Dann ganz ruhig. Hoch. Und du warst auch mit den Cowboys, oder? Ja. Dann als nächstes. Weltraum. Wo haben wir Weltraum? Der Astronautenhelm. Ja, das ist bestimmt nicht. Hier. Okay. Was kriegst du jetzt hin? Wobei, nee, das ist doch ein bisschen höher. Du warst doch die Astronauten. Piraten.
weiß jetzt hier gerade 10 out of 10 Commentary. Aber was gibt's denn da zu sagen? Piraten. Oh nee, Piraten. Ja. Und das Ganze jetzt auch zum letzten Mal. Hier hoch. Und auch diesen Mond. Dann auch wieder so eine allgemeine Frage, was ich bereits habe und was nicht. Okay, das habe ich schon. Trotzdem wollte ich es nochmal nachprüfen. Dann. Sagen wir es einfach mal ein. Hätte sich die Kamera gedreht, dann hätte es gepasst. Wer ist hier mit? Okay. Dann mal hier gucken. Hier ist noch so ein Secret-Mond, aber da habe ich keine Ahnung, was es sein könnte. Vielleicht mit den Leuten da reden. Hier kann ich ja so gar nicht rein. Also zumindest die, die ja schon angezeigt werden, dass da was ist. Da sollte ich es schon holen. Ja genau, da was nix links ist. Das habe ich ja schon. Vielleicht auch da unten. Okay, die Blume wächst schon. Dann hol ich einfach hier mal so ein Cheep Cheep und tauche eine Runde ab. Ich glaube, da ist definitiv was. Also ich habe schon den Cheep Cheep ganz oft verwendet. Ich glaube sogar, dass es auch ohne Cheep Cheep möglich ist, aber wenn auch knapp. Tief unten im Wasser. Und Captain Toad gibt auch noch einen Mond her. Lass uns schwimmen, Captain Toad. Dann. Viel hab ich schon. Oh, fehlt ja noch einiges. Werde ich vielleicht dann doch in zwei Parts splitten. Aber es wird dann halt eben ohne An- und Abmoderation sein. Denn ich hoffe schon, dass es jetzt die 40-Minuten-Marke erreicht. Seeland Tic-Tac-Turnier 2. Und Peach im Seeland. Okay. Hier war auch noch was. Was sicherlich vorher nicht gab. Bei Westlicht unter Wasser schneller. Naja, egal, ich hab's ja. Dann hier oben. Hier bei diesem Subbereich. Da war ich auch sehr wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube auch hier gibt es nur einen Mond. Also hier ist jetzt ein kleines Rätsel.
Was denn hier dafür sorgen, dass es passt? So? Nein. Es ist schwer. Wieso auch nicht? Überhaupt, natürlich geht's. Ja, jetzt. Was? Verkehrte Seite. Aber wenn ich auch immer weiter so drehe, dann... Oder? Jetzt würde es gehen. Aber jetzt habe ich die Seite vergessen. Okay, das ist jetzt doch schwer. Okay, ich hab's. Ich glaube, dass es hier wirklich auch nur diesen einen Mond gibt. Dass es hier zwei gibt, halte ich für unwahrscheinlich. Die erfolgreiche Reparatur. Wo es immer die Regel gibt pro Sub-Bereich, meistens zwei Monde. Okay. Dann. Habe ich schon das mit Lucky 2? Ich glaube noch nicht. Ja. Angeln im See. Dann hier hoch. Und einmal aufmachen. Und diesen Mond collecten. Dann über mir ist auch wahrscheinlich noch ein Mond. Ich wahrscheinlich einen anderen Kingdom rein, um ihn mir zu holen. Was gibt's denn sonst noch so? Hier. Okay, wir fallen noch zwei ein. Einmal hier. Was denn hier? Was ist denn hinter der Box? Okay, da sind Münzen. Weil hier haben wir noch einen Mond. Hinter dem Schleusentor. Aber hier irgendwo im Irrgarten gab es auch noch eins. Verdammt. Man muss halt aufpassen, dass man nichts rammt, aber sonst ist man schneller. Ja, wusste ich. Schatz im stacheligen Wassertunnel. Okay, einer fällt mir auch noch ein. Ja, ich mach noch den einen, den mir einfällt, dann noch den Samen, dann das eine vom anderen Kingdom, da weiß ich aber nicht wo. Und dann zeige ich halt die restlichen eben im Zusammenschnitt. Neue Produkte im Shop, das mache ich auch offscreen. Wird sein echt verdammt langer Part. Das war doch Kaskadenland. Vielleicht, okay, ich splitte es in zwei. Wenn ich dann noch Zusammenschnitt mache, dann mache ich ja auch noch 20. Habe ich, ist ja noch sicherlich die 40 Minuten voll. Und mit 20 Minuten Part ist doch dann doch schon besser. Also. Ja.
Und nee, Quatsch, es war hier. Das ist so ein Fehlerbild. Und ich glaube, dass es unten ist, anstatt hier oben. Ja, ist hier unten, ist doof. Ja, da ist es. Okay, die anderen gibt's jetzt im Schnelldurchlauf. Ich sag aber schon mal vorab, ciao Leute! Thank you.